Tja, guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Battletech. Tja, hier ist er, der Shadowhawk 2. Wir müssen den dringend noch umbenennen. So, Shadowhawk 2. So, wie versprochen wird er jetzt umgerüstet. Von der Panzerung her passt es nicht ganz. passt. So. 15 Tonnen darf ich jetzt oben drauf schrauben. Und ich möchte gern die AK-10 haben. Unbedingt. Boah, das wird so böser. 60 Schaden. 20 Stabilitätsschaden. Munition. AK-10 Munition haben wir hier. Insgesamt 8 Geschosse. Das ist mir ein bisschen wenig. So. Jetzt sind 16. 16 Schuss mit der AK-10. Bei 60 Schaden. Hab aber noch eine Tonne. Das bringt mir also, um ehrlich zu sein, gar nichts. Nicht im geringsten. Ach man. Da hat man schon den derzeit effektivsten Mech. Aus meiner Sicht. Und ich bekomme nicht hin. Bitter. Das ist so bitter. Ach man. Ach, das ist. Ich meine, ich darf 3 Raketen draufschrauben. Ein Infernus zum Beispiel. Oh. Ich weiß nicht. KSR2, naja, 2x10. 8x4, 8x6. Wie viel Gewicht hat das Ding? 3 Gewicht, 8x6. Im Nahkampf. Okay, KSR kommt schon mal drauf. Gibt auch wunderschöne KSR-Munition. Wo haben wir sie? Wenn das hier weggesprengt wird, dann tut das richtig weh. So, okay. Gibt es im Laden was Besseres? Ne, nur eine KS4. AK-10. Und dann geht's. Cockpit-Modul für 100 und 1000. Ja, das nehmen wir. Schadenresistenz, das ist gut. Das ist gut. Im Endeffekt bleibt nun die AK-5. Weil selbst die AK-20. Huch, Bewaffnung kann ich nicht drauf schrauben. Dann her mit der AK-5. Plus AK-5 Muni. Damit habe ich noch 2 Tonnen über. 2 kleine Tonnen. Ah, das ist so. Oh, ist das fies. Vielleicht ein Laser kann ich noch drauf schrauben. Das war's dann aber auch. Warte, eine PPK, Kurzlauf. Würde drauf passen. Ha. 6 Gewicht. So ein Gewicht. Ach, das ist blöd. Das ist jetzt richtig, richtig blöd. Noch nicht mal Sprungdüsen drauf. Er kann nicht springen. Okay, Cockpit ist soweit okay. Minus 1 Schadensresistenz. Das ist. Ich glaube, das zählt nur für das Teil da oben. Wäre wahrscheinlich besser, wenn wir das hier reinknallen, aber da kriegt man es nicht rein. Versteifte Cockpit-Motoren können nicht woanders reingeschmissen werden. Klasse. Ich glaube, ich brauche hier eine KS4. Ich brauche. Kurzstrecke 4. Gewicht 2. Gewicht 3. Ja, das eine Gewicht macht es jetzt auch nicht wirklich besser. So, Ausrüstung. Ein Wärmetausch. Ein einziger. Und das Ding ist voll. Das Ding ist voll. Ah, Feuerkraft. Bei 118. Das ist doch nichts. Wenn wir uns den mal ganz kurz angucken. K6 hat 2 Sprungdüsen. Okay. Repariert. Stoppen.
Nochmal umrüsten. Also, AK 5. Kurzstrecke 4. Munition. AK 5. Kurzstrecken. Mittlerer Laser. Sprungdüse. Sprungdüse. Cockpit-Mod. 4 raus. Die 6 rein. Tonnen. Feuerkraft 118. Mehr ist nicht. Sehr bedauerlich. Jetzt haben wir das gleiche Modell zweimal. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt auf 10 Tonnen mehr komme, weil Vindicator ist hier Unterstützer. Blackjack ist alternativ gesehen. Das macht hier wirklich viel. Schiffsverbesserung. Ich glaube, das hatte ich schon beim letzten Mal aktiviert für den zweiten Mechhangar. Danach gab es einen Bug, musste ich neu starten. Das würde mich 900.000 kosten, 20 Tage. Hatte gesagt, jetzt komme ich langsam in den Bereich. Stimmt gar nicht. So schnell komme ich nicht in den Bereich. Halt, warte, MacBuchten. Weil wir haben noch locker ein Slot frei. Und lagermäßig unter Mittel, der nächste, der nah dran ist, wäre halt Wolverine. Oder halt das Trebuchet. Also noch lange nicht. Kann ich mir sparen, die 900.000. Das heißt, wir können im Laden nochmal Nachschub organisieren. Nein. Können wir nicht. Na gut, 9 Tage warten. Die warten wir ab. Sie machen sich durch ihre Aktion gegen unsere Interessen einen mächtigen Feind, Commander. Wenn Sie die Piratenoperation dieser Regierung weiterhin behindern, werden Sie dafür bezahlen. Der Fraktionsstatus kann. Irgendjemand mag mich nicht, die Piraten. Riesige Piratengruppe verhasst. Oh, unbeliebt, gleichgültig, 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 gleichgültig. Verehrt, aber verhasst bei den Piraten. Das soll schon passieren. Außer, dass sie halt Verstärkung mitbringen. So, 9 Tage sind rum. Wir haben noch 1,8 Millionen. Ich gebe den Hangar dann doch nicht im Bau. So, Kommandozentrale, Aufträge. Schauen wir mal, was wir jetzt noch haben. Verteidigen der Basis. Zielerfassung. Oh Gott. Gab es ja nicht noch anderen? Kommen wir? Oh. Ey, der wird bestimmt böse, der Auftrag. 3 Teile zu 500.000 gekauft. Nehmen wir. So, wir rüsten aber um. Blackjack geht raus. Da kommt er mit und wird getauscht. So, damit haben wir 2 Shadowhawks und 1 Centurion. Behemoth geht jetzt auf den Centurion. Damit sind die zwar alle ein bisschen schneller, aber ich verliere eine Menge Feuerkraft, glaube ich. Weil gerade hier Shadowhawk kommt auf Blackjack kommt auf 150, aber es bringt mir halt mehr Lebenspunkte. Das ist der einzige Unterschied. Ich meine, meinen Distanzkämpfer will ich behalten. Er ist auch nur ein Nahkämpfer hier in der Hinsicht. Er hat auch nur eine Feuerkraft von 163. Die Shadowhawks. Ja, nicht wirklich. Die haben keine Feuerkraft. Mein Centurion ist besser in der Feuerkraft als die Shadowhawks. Aber ist egal. Los, Einsatz. Ach, böse. Das ist richtig böse. Tja, so gut ist der Shadowhawk dann auch nicht. Stelle ich gerade fest. Er bringt zwar genügend Panzerung mit, aber eben nicht Feuerkraft. Und ich verzichte jetzt gerade noch auf eine PPK. Irgendwas mache ich falsch beim Umrüsten. Müsste ich vielleicht anders rangehen. Vielleicht, wenn ich eine PPK drauf schraube. Und dann ein paar Nahkampfraketen. Und dann passt keine AK mehr drauf. Ein AK-2 will ich nicht. Die sieht echt nicht so doll aus. Okay, wir haben hier auf Mandaharaka ein zentral gelegenes Versorgungsdepot, über das mehrere umkämpfte Fronten versorgt werden.
Da der Großteil unserer Truppen anderweitig im Einsatz ist, suchen wir noch eine Söldnerlanze. Herzlichen Glückwunsch, das bin ich, die diesen Außenposten bewacht. Uns liegen keine Informationen über eine spezifische Bedrohung vor, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Commander, die Region ist zwar hart umkämpft, aber das Versorgungsdepot befindet sich weit hinter der gegenwärtigen Front. Ich bin skeptisch, wenn sie behaupten, dass sie keine Informationen für uns hätten. Erstmal Nacht, so wie es aussieht. 2-Sterne-Mission. Command Interface initiated. Diese Einrichtung ist fast leer, Commander. Aber ich bin mir nicht sicher, was unser Auftraggeber hier erwartet. Vergessen Sie es, Commander. Orbitalscans zeigen mehrere feindliche Einheiten im Anmarsch. Und zwar jede Menge davon. Schnellen Sie sich an, Commander. Das wird ein Spaß. Ja, juhu. Okay. Erste Runde machen wir gar nichts. Wir warten, bis wir einigermaßen Kontakt haben. Wir müssen 10 Runden durchhalten. 4 Gebäude müssen überleben. Von 8. Zerstöre die Vorhut Taurus. Oh Gott. Okay. Und es gilt, wie eh und je, erstmal alles anschießen, damit wir die Aggro haben und nicht die Gebäude. Leichte Mechs. Können Panda sein. Oder Jammer. 35 Tonnen. Durfte der sich zweimal bewegen? Sah so aus, oder? Ja, die durften sich zweimal bewegen. Sehr schön. Das heißt, jeder von denen darf man drauf schießen. So. Das heißt, für jeden einen Schuss. Okay, erstmal sind alle offen. Es ist Firestarter, Jenner, Spider. 3er Schuss. 1, 2, 3. Völlig egal, ob wir die treffen. Die werden beschossen, dadurch habe ich die Aggro. Und nur darum geht's. Und ich ziehe jeden ausweichen. Weil es jetzt auch nicht so viel bringt, im ersten Blick. So. Yes, Commander. Junior kann gleich hier unten angreifen. Die anderen zwei da. Und herzlichen Glückwunsch, damit haben sie jetzt die Aggro von 4 Max. Achte ich als gefährlicher eigentlich den hier. Wegen seinen Flammen. Ich hätte wahrscheinlich jemanden nehmen sollen, der weniger Ausweichen hat. So, dass sie aus mehreren Richtungen kommen, das ist bekannt. Ich soll die Basis beschützen, nicht zerstöre. So, erstmal warten. Harte Hits. Jetzt vermisse ich schon Blackjack. Wegen seinen Lasern. Kein Problem. Halten wir aus. Aber das hat jetzt das Problem. Wir stecken halt jetzt die komplette Aggro ein. Warte mal, hier ist ein Med. Medmac, ist hier noch einer? Nö, eigentlich nicht. Okay, zuerst Glitch. Glitch kann hier hinten mit der PPK schießen, sehr schön. Deckung, nicht in Deckung hat aber. Ah. 95% Feuer. Got it.
teilweise Treffer nicht wirklich gut. Aber ist okay. Ja, steckt die komplett in den Wald rein. Ich habe jetzt schon 200 Panzerungen verloren. Das ist richtig böse. Okay, so, jetzt habe ich auch Wald. Und wir nehmen zuerst hier einen Spider, weil der hat kein Ausweichen mehr. Das heißt schon fast 100% Treffer. Aber es reicht noch nicht. Auch hier gilt, Wald ist gut. Und auf den schießen, der kein Ausweichen mehr hat. Sehr schön. Ein MG ausgeschaltet, aber Spider steht noch. So, ein Beamoth schießt auf alles, was da ist. Der Vorteil ist, dass ich jetzt nicht mehr auf Hitze komme. Ach du Scheiße. Ist ein Problem. Weil damit ist sofort Centurion, also Beamoth, von der Front abzuziehen. Jetzt geht's los, Hitze. Bleibt aber stabil, das ist gut. Ich brauche alle vier Mechs auf einer Seite, um die schnell zu besiegen. Ich kann nicht rüber auf die andere. Aber ich muss. Mist. Der Schaden ist enorm am Shadowhawk bei X1. Da kommt noch einer von der anderen Seite, obwohl... Warte mal, jetzt sind wir schon bei 6 offiziell. 7. Acht Max. Acht Max. Neun. Neun. War das ein Med? Das war ein Med. Ne, Spider Light. Okay. Hier sind 4. Spider. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Super. Und da sind auch nochmal 2. Klasse. So, Glitch kann da hinten 3 aufmachen. 2 davon kann ich beschießen. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Okay, alles Lights. Aber auch die sind verdammt gefährlich. Multiziel. 1, 2. Miss. Auch alles Mist. Die haben so viel Ausweichen, das ist der Wahnsinn. Die sind sogar noch mal im Zug. Klasse. Oh, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Okay, zuerst X-Man. Hier fand ich, wie viel Ausweichen die haben. Wahnsinn. Ab in den Nahkampf. Da gibt es kein Ausweichen. Entweder oder. Naja, links außen zerstört. Dann kommt noch mehr. Ich hasse diese Mission jetzt schon. Rechtes Bein zerstört, okay. Ja. What's up, Bob?
Okay, die zwei dahin bekommen wir nicht auf. Den kann ich noch einen anschießen. Sehr schön. Oh, macht das Spaß. Ist aber der falsche, den wir da anschießen könnten. Und ich habe immer noch keinen ausgeschalten. Okay, von diesen drei haben wir schon mal die Aggro. Nur den da hinten plus die drei auf der anderen Seite. Macht 10 Max. Das werde ich wohl nicht so schnell überleben. Manchmal macht diese Mission Spaß, manchmal ist es aber auch einfach nur Mist. Und das ist gerade Mist. Ich bin zwar weit, kassiere zwar weniger, aber das sind halt ja, 4 Angriffe und ich kann mich kaum wehren. Bitter. Von den geraden Firestarter muss ich ausschalten, weil genau deswegen. Warte, kommt die Hitze rein, das ist auch. Und die zwei zusammen. Wir haben noch gar keine Aggro. Vor Stern kommt erst noch einer. Ach, sauber 11. Sind wir schon bei 11 Max? Das sind wahrscheinlich, gehen wir davon aus, 12 Max auf dem Feld. Und ich hänge hier mitten drin. Wahrscheinlich muss ich mit einem mittleren Mech eine so ein Einheit da platt machen, also so eine Lanze. Also mit dieser Versorgungsbasis böse. Ich würde sagen, die sollte man aufgeben, ganz schnell. War hier oben noch einer? Dann sind es hier mehr. Es werden hier immer mehr hier. Okay, Panda ist auf die Tochter. Müssen wir gleich mal durchziehen. Das sind mehr als 12. Viel, viel mehr. Eins, zwei, drei, vier. Okay, jetzt hier mal ganz schnell durch. 1, 2, 3, 4. Mächtig viel ausweichen. 1, 2, 3 macht 7. Plus 1, 2, 3. Warte mal, hier fehlt einer. 1, 2, 3. Klar fehlt hier einer. Wo ist denn hin? Bestimmt weggerannt. Okay, positiv. Den kann ich direkt treffen mit Glitch. Das ist gut. Gibt einen kleinen Präzisionsschlag. Damit haben wir seine Aggro auch schon mal. Juhu, freue ich mich. Feuer. Hätte ruhig rausplatzen können, was er nicht macht. Das Schlimme ist, die sind alle full mit Lebenspunkten her. Centurion muss jetzt so hoch und die Aggro holen von den Jungs da oben. 6 Runden. 4 Gebäude müssen übrig bleiben. Okay. Wir haben die 20 Minuten erreicht. Deswegen bedanke mich fürs Reinschauen. Wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.